Auf geht's in eine neue Folge Minecraft. What the f... direkt vor unserer Haustür explodiert, hat noch die Tür mitgenommen. Scheiße. Ich meine, wir haben genug Erde, um das Loch zu stopfen. Yay. Aber ich mache das eigentlich nicht so gerne. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich stopfe nicht gern Löcher, die von Explosionen verursacht wurden. Vor allem nicht von Bomben. Explosionen. Wie diese Creeping Creeper sie verursachen. Sag jetzt einfach mal ein paar Mal Bomben und guck dann, ob irgendjemand versteckt auf mein Video aufmerksam wird. So, da... Oh, die Tür ist ja sogar noch da. Was für eine angenehme Überraschung. Haben wir zufällig ein paar... Ironora haben wir hier. Cobblestone. Stairs. Ach, das... Hä? Ach so, Stone Stairs und Cobblestone Stairs. Stimmt, ja. Ich hatte gerade irgendwie... die... quasi die Idee. Alter, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Wir brauchen bald noch ein paar neue Truhen für die Erde hier. Das gibt es einfach. Wow, wo kommt die Karotte her? Kann man die Karotten eigentlich so einpflanzen oder braucht man da mehr für? Nachladen. Das hätte jetzt mehr gebracht, damit mit dem Schwert dran zu schwimmen. Für die XP, gib mir deine Kügelchen. Ja, genau. Gib mir deine Kügelchen. Die haben wir jetzt, die Kügelchen. Und wir nehmen gleich unser Schäufelchen und schaufeln dann ein bisschen weiter. Alter, das gibt's nicht. Schaut euch dieses Teil an. Ich meine, das. Ich meine, wir müssen diesen Hügel hier noch wegtragen. Aber das hier ist ja schon so viel Erde, so viel Zeug, so viel Müll, der gar nicht alles in unser Inventar passt. Wofür wir dann noch 1000 Kisten brauchen werden. Aber trotzdem, das muss weg. Und da muss noch sehr viel mehr weg, bis wir da endlich anfangen können, unsere Häuschen, unsere Farmen zu bauen. Und wir haben jetzt schon so ein, ja, das sind eher Bungalows oder Bunker, Bunkeranlagen am Hafen schon fast. Die wir da hingepflanzt haben. Aber es soll natürlich nicht so bleiben, das soll noch ein bisschen ausufernder werden. Ausufernder. Ah, welch Wortspiel. War ganz unterminiert. War ganz unbeabsichtigt, meine ich. Ja, da können wir auch hier auf dieser Stufe hier bleiben und einfach da nach oben hauen. Nach oben hauen und nach unten treten. Oder nach oben schleimen und nach unten treten. Kennt ihr eigentlich Leute, die sich bei anderen, vor allem bei Leuten, die vielleicht im Beruf höher gestellt sind, bei ihren Vorgesetzten und so weiter, die sich da richtig einschleimen. Kennt ihr solche Leute? Wenn ja, schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ob ihr solche Leute kennt, die gibt es ja praktisch überall, jeder kennt sie eigentlich. Mir fällt da spontan ja eigentlich gar keiner ein. Ich bin mir sicher, ich würde auf jemanden kommen, wenn ich nur richtig nachdenken würde. Jetzt erstmal die Erde wegschlagen. Genau, und dann noch mehr Erde wegschlagen 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 und dann noch mehr Erde wegschlagen. Und dann noch mehr Erde wegschlagen.
Enderman. Okay. Ich habe nichts gesehen. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Und ich würde sagen, da können wir eigentlich gleich schon die Folge beenden. Ich werde einfach einen Cut machen und dann wahrscheinlich gar nicht mit einer neuen Anmoderation anfangen, sondern einfach ganz normal weiterreden. Also, bis gleich. Okay, ich habe mich leider ein bisschen geirrt. Ich wollte gerade eben schon die Folge beenden und wir waren noch gar nicht fertig. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Und die wollen wir auch nutzen. Können wir da hin, wenn wir unsere dahingeraffte Zeit nicht nutzen? Vor dahingerafft, das ist so negativ besetzt. Vom Tod. Wo wir gerade bei Tod sind. Ich weiß gar nicht, wie ich auf das Thema komme. Tod ist ein, ja, negativ besetztes Thema, wenn jemand stirbt. Wenn ein geliebter Mensch plötzlich seinen letzten Atemzug aushaucht und diese Welt verlässt. So sagt man. Wieso rede ich jetzt eigentlich darüber in Folge, was weiß ich, 96, 97? Ne, 97 muss das eigentlich sein, oder? Dann kommen nach dieser Folge noch zwei und dann kommt schon das 100er Special. Wo ich, wie gesagt, wie in Folge 95 oder so gesagt, einige Pläne habe. Und wenn ihr das hier seht, habe ich das Special wahrscheinlich auch schon aufgenommen. Was jetzt im Moment noch nicht der Fall ist. Ich weiß jetzt im Moment gar nicht, worüber ich reden soll. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren irgendwie Vorschläge für Themen hinterlassen, von denen ihr wollt, dass ich mal darüber einen ablasse. Schön ein paar Worte fahren lasse. Würde ich euch gerne mal die Wahl lassen, worüber ihr euch was anhören müsst. Statt euch das einfach aufzuzwingen, zum Beispiel das Thema über den Tod, ob ihr sowas hören wollt oder nicht. Ich persönlich will eigentlich gar nicht über den Tod reden. Wieso auch? Reden ja sowieso schon genug Leute darüber. Man muss sich zwar klar sein, dass es den Tod gibt, aber trotzdem muss man doch nicht dauernd darüber reden. Das ist eine ganz natürliche Sache. Man darf das natürlich auch nicht zur Besonderheit werden lassen. Obwohl das durch die fortgeschrittene medizinische Entwicklung sicher noch sich verändern wird. Die Wahrnehmung des Todes. Das ist ja im Moment schon so. Hier ein schöner Höhlensound. Also jetzt scheint irgendwie eine Höhle drunter zu sein. Oder drin. Vielleicht sogar. Vielleicht auch nur damit. Obwohl, kann ja gar nicht. Dass damit das Höhlensystem vom. Obwohl, Höhlensystem ist ja kein Höhlensystem. Die Höhle, wo der Brunnen auch drin ist. Gemeint ist. Unser Reservoir. Genau, was wollte ich? Ich werde in meinem Abonnenten-Special. Ja, ich werde. Habe ich ja schon. Habe ich schon einige Projekte angekündigt. Ob die wirklich dann kommen, wann ich angekündigt habe, dass sie kommen sollen, ist eher unwahrscheinlich. Wie ich, glaube ich, auch gesagt habe, habe ich nicht so viel Zeit. Deswegen kann ich auch nicht so viel auf einmal machen. Eigentlich jetzt nur ein Projekt zur Zeit und das Hauptprojekt ist jetzt erstmal Minecraft. Das heißt, bevor es Folge 100, danach mache ich wahrscheinlich eine Pause. Ja, das muss sein, denn der andere Projekt, The Journey Down, läuft ja eigentlich auch noch. Ja. The Journey Down läuft ja eigentlich auch noch und das würde ich auch gerne mal wieder aufnehmen. Läuft jetzt vielleicht im Moment auch schon wieder, wenn ihr die Folge seht. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie sich die Zeitplanung da so gestalten wird.
muss man mal schauen. Wo sammle ich die ganze Erde eigentlich ein? Ich muss die dann doch nur wieder in die Kiste einsortieren. Mann, ich bin ja schlau. So unfassbar intelligent. Das hält ja keiner aus. Vor allem ich nicht. Wie soll ich bloß mit so viel Intelligenz fertig werden? Wie kam ich jetzt eigentlich auf die Intelligenz? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich vergesse doch, worum ich rede. Das ist unglaublich. Unfassbar. Schier unfassbar. Weiten des Weltalls. Damit kommen wir zu dem Thema Sci-Fi-Serien. es gibt sehr viele Star Trek-Fans. Es gibt auch sehr viele Stargate-Fans, zu denen ich auch gehöre, muss ich sagen. Ah, Stargate ist einfach so das Sci-Fi-Universum mit das beste Sci-Fi-Universum. Kommt schon, ja, eigentlich ist so noch besser als Star Wars. Fast. Denn, obwohl beide sind praktisch unendlich erweiterbar, aber das das Star Wars-Universum ist von sich aus schon. Habe ich schon wieder keine Schaufel mehr, verdammt. Ey, hör auf mich zu schlagen, Felix. Was fällt dir ein? So. Ein paar Kleinigkeiten, ein paar kosmetische Sachen. Da sind zwei Sniper da oben auf dem Berg. Nicht auf dem Ersch, sondern auf dem Bärsch. Warst du das Schaf? Ah ja, die Spinnen haben übrigens auch sehr viele schöne Texturen. Obwohl schön, dass darüber kann man streiten, aber ich finde sie ganz nett. Vor allem, dass das verschiedene sind. Nicht alle gleich aussehen, wie bei Honeyball. Diese schönen Mieser-Spinntexturen. Also ich finde das wirklich die bessere Kombination als anderen Texture-Pack. Noch besser als Janina Craft. Wie gesagt, die besten Texturen von Mieser, die besten von Honeyball und noch von irgendwas anderem. Ich weiß gar nicht, wo die Texturen für das Holz stammen. Und für das Bett. Bett könnte ich mir vorstellen, dass das von dem Leuten oder dem Typen von Assaultcraft selbst gemacht wurde. Vielleicht auch nicht. Vielleicht stammt das auch woanders her. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, woraus dieses Kiss-Bett stammt. Aus welchem Texture-Pack. Wenn der das nicht selbst gemacht haben sollte. Alter Schwede. Was sollen wir mit der ganzen Erde? Die Kiste ist ja bald voll. Das gibt's ja nicht. Jetzt mal ernsthaft, was sollen wir mit so viel Erde anfangen? Karotte brauchen wir auch nicht. Gunpowder brauchen wir hier nicht. Seeds können wir auch da rein tun. Kohle. Stimmt, wir waren ja in der Hohle, in der Hohle drin, in der Kohle, in der Kühle, in der Höhle. Genau. Ich weiß jetzt inzwischen auch schon gar nicht mehr, was ich machen soll. Nicht nur, worüber ich reden soll, das weiß ich auch sowieso nicht. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich machen soll. Wir müssten eigentlich das da wegkloppen, aber dafür brauchen wir das Holz, um uns neue Schaufeln zu machen. Dafür, denke ich mal, opfern wir einen Baum. Und zwar... Ja komm, der steht hier relativ nutzlos rum. Obwohl nicht nutzlos, denn wir fällen ihn jetzt und da bringt er uns ganz viel Holz. Und hat damit seinen Nutzen erfüllt. Sind da irgendwo noch Holzstückchen? Oder Saplings? Oder was weiß ich? Nicht, dass die erst später runterfallen und wir dann davon gar nichts haben.
So, 64 Stickies dürften erstmal reichen. Dann machen wir uns dann gleich ein paar neue Schäufelchen. Von ein paar ist untertrieben. Oh, das ist eines von diesen coolen Schweinen mit diesen schönen Texturen von Misa. Sehr schön gemacht. Kompliment an Misa. So. Genau, hier ist unser Eisen drin. Ich hab euch die Geschichte erzählt von Eisen, der Provinz Eisen oder dem, ja, der Gegend. Einfach alles voll mit Schaufeln. Tun wir das auch wieder da rein. Nehmen wir dann die Schaufeln wieder. Und jetzt haben wir absolut genug Schaufeln. Mit den Schaufeln alles zu machen, was man jemals mit Schaufeln machen könnte. Nämlich in der nächsten Folge weiter zu schaufeln. Tut mir leid, dass das jetzt erstmal eine Weile dauern wird. In die Höhle, die wir davon vor ein paar Folgen, vorletzte Folge oder so, entdeckt haben. Hier sind ja absolut keine Monster drin. Ist ja klar, da drin ist Wasser und da ist auch kein Boden, wo drauf was spawnen könnte. Ist alles schon wasserbedeckt. Ich würde sagen, ja, die drei werden jetzt erstmal weggeschlagen. Schaufeln haben wir genug, das ganze Inventar ist voll mit Schaufeln. Wir können jetzt auch keine Erde mehr aufnehmen, das ist super. Und dann geht es in der nächsten Folge mit Schaufeln weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und der Aventuro verabschiedet sich von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.